ist René König von Germans Art Fashion. Ich bin Inhaber von Germans Art Fashion, einer kleinen, feinen Modemarke aus Chemnitz. Und unsere Produkte sind sehr auffällig in ihrer Art. Künstler aus der ganzen Welt zeichnen für uns so Vorlagen auf Papier. Und daraus werden Stoffe gedruckt, alles hier in Sachsen, auf reiner Baumwolle. Und aus diesen Stoffen fertigen wir zum Beispiel Hemden, Blusen, T-Shirts und Hemden mit kurzen Armen an. Wir bieten das in 10 Größen an, haben über 450 Designs aktuell und Produkte, die vorrätig sind, kann man sofort bestellen und erhalten oder bei uns im Shop, im Store in Chemnitz anprobieren. Und Produkte, die in einer bestimmten Größe nicht vorrätig sind, fertigen wir einzeln an. Das ist sehr nachhaltig, weil wir wirklich nur die Stoffe produzieren, die tatsächlich die Kunden bestellen, benötigt werden. Uns gibt es seit 2010 und wir haben eine ganze Reihe von bekannten Gesichtern, die unsere Hemden tragen. Zum Beispiel das bekannteste Gesicht ist Kai Ebel, hat viele Jahre bei Formel 1 unsere Hemden getragen. Viele haben es schon mal gesehen. Wir haben aber auch Musiker, so wie Bernhard Brink oder die Amigos. Und im letzten Jahr hat auch der bekannte Musiker Toni Kral, Frontsänger von der bekannten Band City, die es über 50 Jahre auf der Bühne gab, hat dieses Modell getragen in zwei Farben. Es gibt es in Orange und in Türkis. Daraufhin haben wir eine Veranstaltung gemacht, ursprünglich geplant hier im Store. Allerdings hatten wir einen großen Zuspruch von Fans, die Toni Kral live erleben wollen, sodass wir in den Brauclub in Chemnitz gewechselt sind und haben über 350 Besucher gehabt. Es war eine super tolle Veranstaltung, wir haben super tolles Feedback bekommen. It's time goes Stern eine Topola gemacht. Die Gäste hatten die Möglichkeit, sozusagen neben den Brezen, die wir kostenlos ausgegeben haben, die von Toyota gesponsert wurden und von Schäferbäcker gebacken wurden, eine kleine Beigabe zu machen. Und so kam eine große Summe von über 1840 Euro zusammen. Und wir haben sozusagen uns gedacht, wir machen eine kleine Topola und verlosen Preise. Als kleines Dankeschön. Und diese Preisverlosung wird gleich im Anschluss stattfinden. Christian von Lukas Stern kommt zu mir und macht mit mir die Tombola-Verlosung. Also seien Sie gespannt, es geht gleich los. Also wir waren wahnsinnig überrascht über die Spendenbereitschaft und über die Spendenfreude an dem Abend. Das war grandios. Das haben wir nicht so oft und es ist für einen guten Zweck. Da freuen wir uns sehr.
Und auch wenn nicht für jeden hier jetzt ein Gewinn rauskommen wird, Gewinner sind alle. Genau. Gewinner sind alle, weil sie was Gutes getan haben und wir sicherlich ein gutes Projekt damit fördern können. Aber natürlich wollen wir die Preise auch unter das Volk bringen, René. Ja, und das machen wir jetzt. Ja. Also, das läuft so ab. Wir haben eine Box mit 150 Losen, denn so viele Lose wurden sozusagen genutzt. Ich gebe dir jetzt eine Maske. Jetzt wird es spannend. Das ist, früher war es eine Mundmaske, jetzt ist es eine Augenmaske. Ist jetzt nach oben gerutscht sozusagen. Siehst du was? Nein? Warte, ich spüre dich. Ja, okay. So, Achtung. So, jetzt hast du hier diese Box und da sind 150 Lose drin mit verschiedenen Nummern. Die kannst du nochmal so durchspülen. So. Und wir beginnen mit dem ersten Preis. Also es gibt ja dieses Heft, das hatten wir ausgelegt, manche haben es mitgenommen, manche nicht. Und da haben wir auf einer Seite praktisch diese Preise. Und da fangen wir jetzt mal oben an. Der erste Preis ist vom Brauclub, einen Gastro-Gutschein im Wert von 10 Euro. So, da gucken wir mal. So. So, du hast gezogen, das ist die Nummer 113. Also die Nummer 113 bekommt diesen Gastro-Gutschein im Wert von 10 Euro von Brauclub. So, das legen wir ja her. Jetzt kommt der nächste Gutschein, auch wieder vom Brauclub, ebenfalls 10 Euro. Und wir finden die Nummer 22. Nummer 22 gewinnt den Gutschein. So, der dritte Gutschein vom Brauclub. Haben wir noch einmal? Ja, ja. Dann nehmen wir den. So, das ist die 80. Die Nummer 80 hat einen Gutschein gewonnen vom Brauclub. So, der nächste Preis. Von Germans. Da müssen wir nochmal gut durchmischen. Feuer. Ein Seidentuch im Wert von 98 Euro. So sieht es aus. Ein Seidentuch. Ja, in einer schönen Geschenkbox. Soll der eine sein? Ja. Die Nummer 74 hat das Seidentuch gewonnen. So, der nächste Preis ist ein Seidenschal. Das sieht so aus. Das ist übrigens das gleiche Motiv, wie Toni gerade an dem Abend das Hemd getragen hat. Hm? Nennt sich Kalainos. Das ist ein toller Seidenschal. Für die Dame oder den Herrn. Und du kannst den nur noch ziehen, ja. So, oh, jetzt ist der was runtergefallen. Das müssen wir natürlich wieder reinlegen. Das müssen wir nochmal durch. So. Ich sehe halt nichts. Ne? Weil das ist auch das Interessante, dass du nichts siehst. Ich habe es befürchtet. So. Wir haben die Nummer 38. Nummer 38 gewinnt den Seidenschal. Herzlichen Glückwunsch. So, das nächste ist ein T-Shirt. Das ist ein T-Shirt von Germans. Es muss nicht dieses T-Shirt sein, es kann ein anderes sein, es kann eine andere Größe sein. Das machen wir dann individuell. So, bitte einmal die Nummer ziehen. Toller Preis. Das ist die Nummer 136, hat das T-Shirt gewonnen. Dann haben wir das nächste, eine Gutscheinbox. Und zwar machen wir, die Leute kaufen oftmals einen Gutschein, sagen aber, ein Gutschein ist ein bisschen unpersönlich, deswegen haben wir uns was einfallen lassen. Das ist eine Gutscheinbox und die sieht so aus. Ich zeige es mal an der Kamera. Die hat verschiedene Sachen drin. Das sind sozusagen kostenlose Beigaben. Der Gutschein kostet 200 Euro, die Box hat aber einen Wert von 230 Euro und das sind kostenlose Beigaben dazu, damit man sozusagen nicht nur so einen Zettel verschenken kann, sondern man hat sozusagen ein fertiges Geschenk, sogar mit Geschenkschleife und das ist, denke ich, eine ganz tolle Sache. So, und das gewinnt jetzt die Nummer 39, die Nummer 39 gewinnt diese Gutscheinbox. So, was haben wir noch? Ah, jetzt haben wir einen Wandkalender. Lebendiges Canvas. Das sieht so aus. Ich bin ja auch Grafiker und Designer und habe das sozusagen einen Kalender gestaltet für 2024 mit den Fotos von Dirk Hanus. Das zeigt die Stadt Chemnitz, sage ich mal, in einem sehr positiven Licht, wo viele Veranstaltungen waren.
und sozusagen einen Vorgeschmack auf die Kulturhauptstadt, was uns vielleicht erwartet. Toller Fotograf dadurch, weil das war schon mit ihm zusammen gearbeitet, ja, ja. Er hat für uns auch schon was gemacht, das war sehr, sehr toll. So, ja. Die Nummer 145 gewinnt diesen Kalender. Übrigens schicken wir alle Preise zu, die können gerne im Laden abgeholt werden oder wir schicken das natürlich alles zu. So, der nächste Preis ist ein MotoGP-Kalender von einem Verlag hier aus Chemnitz, das, weil auf dem Sachsenring immer MotoGP ist, gibt es einen wunderbaren MotoGP-Kalender, der mittlerweile weltweit, wirklich weltweit Kundschaft findet. Das ist ganz toll, ganz gefragt. Eines der letzten, die es noch gibt. Okay. Ja, dann schauen wir mal, wer den. Seid Eigenwender. So, und zwar die Nummer 114. Also wer die Nummer 114 bekommen hat, hat diesen MotoGP-Kalender gewonnen. So, dann gibt es noch einen Kalender, ebenfalls von dem Phyllis Verlag. Hier aus Chemnitz, Clan Flüchter Sachsen, zeigt wunderbare Landschaften und Gebäude von der sächsischen Region. Ganz toll, ganz beliebter Kalender, auch für 2024 natürlich. Und dieser Kalender gewinnt die Nummer 8. Die Nummer 8 hat diesen Kalender gewonnen. So. Jetzt haben wir von dem Kaufhof freundlicherweise 3 Gutscheine zur Verfügung gestellt bekommen. Die sehen so aus, das ist eine Gutscheinkarte im Wert von jeweils 25 Euro. Ja, das ist die Nummer 1. So, der erste Gutschein von Galeria Kaufhof in Chemnitz gewinnt die Nummer 70. Stecken wir hier rein. Dann gehen wir hier auf der Ecke. Der nächste Gutschein von Kaufhof gewinnt die Nummer 48. So, und der dritte Gutschein von Kaffo ist die Nummer 84. Genau. Du schaust mal bitte, dass wir hier nicht so. Ja, ich gebe das gleich wieder ab. Ja, das ist gerade runtergefallen. Ich lasse uns hier. So, also ich mische das nochmal durch hier. So. Aber das geht noch schon. Also. Ja. Sehr schön. Ich habe so ein bisschen das Feeling von der Pokalauslösung. So, jetzt haben wir von Cars Kopf, das ist eine kleine Modemarke aus Chemnitz, übrigens mein Neffe. Der hat eine Weihnachtsgeschenkebox, die ist aber noch eine Überraschung. Da sind tolle Sachen drin, wie zum Beispiel Socken, Schokolade, Kaffee und so weiter. Auch wieder von Chemnitzer Firmen, gelabelt mit seiner Marke und noch ein T-Shirt im Wert von 50 Euro. Und diese Box hat er uns zur Verfügung gestellt und die können wir halt verlosen. Na dann. Und es erhält die Nummer 85. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt haben wir. Jetzt klingelt das Telefon, aber da gehen wir jetzt nicht rein, das stört uns überhaupt nicht. Von Lukas Stern. Oh, jetzt wird's. Ja, von Lukas Stern stellt auch Preise zur Verfügung, das ist natürlich sehr teuer. Und zwar eine oder drei. Ganz hochwertige Weihnachtssterne. Die kann man hinhängen. Die leuchten natürlich. Und ist ein tolles, ist das Logo von Lukas Stern drauf. Ganz toll gearbeitet, sehr hochwertig. Ein tolles weihnachtliches. Darf ich hinzufügen, das ist erzgebirgische Handwerkskunst in Seifen produziert. Also ist jetzt also, wirklich was, ja, was ganz Tolles. Ja, alle, die damit was anfangen können, wissen, was ich meine. So, drei Stück haben wir. Drei Stück haben, genau. Nummer eins. Das ist die Nummer 128. Gucken ist gut gesagt, ne? Nee, ich guck gar nicht. So, so sind übrigens verpackt die Nummer 2. Die Nummer 2 ist die 135. So, dann haben wir hier eine Nummer 3. So, die Nummer 3. Das ist die Nummer 120. Das Los Nummer 120 gewinnt diesen Seifener Weihnachtsstern. So, dann haben wir 6x
eine Flasche Sekt von Lukas Stern. Übrigens ist das ein Winzersekt. Ne? Ein Winzersekt? Ja, noch irgendwie was. Nichts also. Nee, genau dort ist es nicht, ja. Ja. Okay. Also die Nummer 56 bekommt ein Sekt. Genau. So, die Nummer 2. Die zweite Flasche Sekt geht an die Nummer 131. Die dritte. Die dritte Flasche Sekt geht an die Nummer 15. Dann haben wir hier oder nicht? Die Nummer 108 bekommt eine Flasche Sekt. Dann haben wir noch zwei. Zwei Flaschen Sekt noch. Die fünfte Flasche geht an die Nummer 6. So, jetzt haben wir die letzte. Und die letzte Flasche, die sechste Flasche Sekt, geht an die Nummer 11. Okay, na dann, schmecken lassen. Bleibt denn eingeschlafen? Ja, Gott sei Dank. Weiter geht's. Die Schäfersbachstube, die ja diese leckeren Brezen gebacken hat, hat natürlich auch ein paar Gutscheine gespendet. Die sehen so aus. Und zwar für die Kalkstraße 48 in diese neue Backstube gibt es einen wunderbaren Raum mit Bäckerei, mit Veranstaltungen, mit Möglichkeiten zum Feiern und zum Essen und zum Trinken und zum geselligen Zusammensein. Und dafür gibt es 15 Gutscheine, jeweils im Wert von 15 Euro. Und den ersten bekommst du. Ja. Jetzt treffen wir uns nochmal zum Frühstück. Ja. Wir gehen auch sehr gerne frühstücken. Absolut. Das ist wunderbar da. Ganz tolle Location, relativ neu, ist noch nicht so lange. Ja, vielleicht, ne? Ja, ungefähr, ja. Ein gutes Jahr. Die Nummer 14 bekommt einen Gutschein von Schäferbachstube. 15 Stück. Ne? 15 Stück, da müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Das dauert lange. So, die Nummer 52. Der dritte. Die Nummer 106. Der vierte. Die Nummer 147. Der fünfte. Die Nummer 47. Der sechste. Die Nummer 149. Der siebte. Nummer 118. Der achte. Die Nummer 55. Nummer 9. Die Nummer 53. 10. Die Nummer 61 bekommt einen Schäfersbackstufengutschein. Boah, so, ach so, ich deckel erstmal so alles rein. Okay, ja. 11. Der 11. Gutschein. Geht an die Nummer 26. 12. Die Nummer 12. Der 12. Gutschein geht an die Nummer 12, ein Zufall. Schön. 13. Der 13. Gutschein geht an die Nummer 25. Die 14. Die Nummer 117 bekommt einen Gutschein. Und der letzte Gutschein vom Herzstück. Vom Herzstück. Schäfers Backstube geht an die Nummer 87. Na dann. So. Und dann haben wir noch drei Zusatzpreise von EMS Lounge. Personaltraining und Körpermessen im Wert von 120 Euro. Das ist auf dem Kassberg. Haben wir drei Gutscheine? Und die ziehen wir noch. So, die Nummer 1. So, die Nummer 116 bekommt einen Gutschein von EMS Lounge. Die Nummer 133 bekommt einen Gutschein von EMS Lounge. Und der dritte und letzte Preis, den wir heute ziehen, ist die Nummer 105. Das Los mit der 105 bekommt auch diesen Gutschein. Und damit sind wir durch. Das war, denke ich, ein ganz schöner Marathon an Preisen. Hell ist es. Hast du gut gemacht? Sehr schön.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau, den Gewinnern. All die leider nicht gewonnen haben, wie gesagt, haben trotzdem gewonnen, weil sie haben wirklich was Gutes getan. Wir machen ein Video, wir zeigen auch nochmal, wir verlinken das auch von unserer Seite. Es wird so laufen, wir machen eine Liste, wir stellen das Video online, wir machen eine Liste mit den Nummern. Jeder, der nachschaut und die Nummer besitzt, die etwas gewonnen hat, schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Foto von der Nummer, von dem kleinen Gutschein, den Sie bekommen haben, von dem Losgutschein oder eine WhatsApp. Das steht alles auf der Webseite drauf, beziehungsweise auch in dem Heft. Und dann erwarten wir Ihre Nachrichten, damit wir Ihnen praktisch diese Preise entweder im Laden überreichen können oder mit der Post zuschicken. So, ich denke, damit sind wir durch, oder? Ich würde ganz gerne im Namen von Lukas Stern auch allen, die die Preise zur Verfügung gestellt haben. Ja, ich will sie jetzt nicht einzeln nennen, weil dann vergesse ich einen, das wäre unfair. Aber einen will ich nennen, das bist du, René. Ganz, ganz vielen Dank. Das ist immer wieder toll, mit dir zusammenzuarbeiten und deine Ideen hier mit aufzugreifen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Also freue ich mich schon auf die nächsten Aktionen. Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Ein kleiner Nachtrag noch. Während der Veranstaltung im Brauclub hatten wir einen separaten Raum mit beleuchteten Torsen, mit unseren Hemden und Blusen und ein großes Plakat, wo ich so eine Grafik gemacht hatte mit so fantasievollen außergalaktischen Wesen in unseren Hemden. Und das kam ziemlich gut an, die Leute fanden das ganz witzig. Daraufhin habe ich ein 70 x 50 cm großes Kalender gemacht für 2024. Diesen Kalender kann man für 5 Euro bestellen und hier im Onlineshop bei Germans. Und diese 5 Euro spenden wir noch an Lukas Stern. Also vielen Dank und alles Gute.